Hallo, liebe Zuschauer, und damit willkommen zurück zu Let's Play Wizard 101. Meine verschnupfte Wenigkeit meldet sich wieder zurück. Ich höre mich immer noch ein bisschen zugekleistert an, aber egal. Ich kann es nicht ändern. Huch! Ach du meine Güte, das war ja gerade der Omega-Lag. Ich habe erstmal, oder mir wurde erstmal Bescheid gegeben in den Kommentaren, dass wir diesen Zauber hier, was ist denn hier los? Meine Güte. Dass wir diesen Zauber hier, also die Small Machine, noch verstärken können mittels Magiralien und dass wir anscheinend jetzt schon genug dafür haben müssten. Nee, haben wir nicht. Achso. Ja gut, aber dann werden wir wahrscheinlich im Laufe der Story noch genug kriegen, um das zu machen. Und dann ist dieser Zauber selbstverständlich stärker als Feuer von oben. Ja gut, das ist wirklich ein Aspekt, wo ich sagen muss, den habe ich nicht bedacht. Wobei die Magiralien eigentlich ja auch etwas sind, was man auch bei Feuer von oben theoretisch einführen könnte. Hat man nur nicht gemacht. Naja, egal. Und wir haben hier zwei verschiedene Varianten, den zu verstärken. Wir können entweder die Pip-Kosten erhöhen und erhöhen dann damit auch den Schaden um einiges. Oder wir senken die Pip-Kosten bis zu 3 Pips, also das ist ja wirklich dann heftig. Und dann macht das Ding aber auch nur noch 700 bis 800 Schaden. Und das ist so ungefähr vergleichbar mit was für einem Zauber? Warte mal, ich kann da mal gucken hier. Mit so einem Ifrit. Ist aber trotzdem noch viel. Trotzdem eigentlich noch relativ viel dafür, dass er dann nur 3 Pips kostet, aber ich will es mal so ausdrücken. Man braucht ja nicht nur die Pips, sondern auch den Schattenpip. Und normalerweise, bis ich einen Schattenpip gesammelt habe, habe ich sowieso 7 oder 8 normale Pips noch zusätzlich. Das heißt, die Pipkosten zu senken, würde mir eigentlich gar nichts wirklich bringen. Das heißt, dann kann ich die auch genauso gut erhöhen. Das heißt, wenn wir genug Magiralien haben, um das irgendwann zu machen, dann werde ich höchstwahrscheinlich auf den oberen Weg gehen, weil noch mehr Schaden ist wirklich nicht schlecht. Und 1230, das ist, glaube ich, etwas, was so seinesgleichen sucht. Ja, selbst der Spross des Feuers macht nicht so viel Schaden. Also natürlich nur der normale, ne? Der verdoppelte natürlich schon, ist klar. Und die Krummsäbel auch nicht. Also das wäre dann wirklich nochmal ein Zauber, der sich abhebt vom Deck, wenn wir das dann in die Richtung entwickeln. Ich denke mal, dass diese Fragezeichen-Belohnungen, die wir hier durch diese Quests bekommen, einfach nur immer wieder Magiralien für den Zauber sind. Zumindest vermute ich das mal. Und das müsste ja bedeuten, dass wir mit den Story-Quests hier in Caramel zumindest eine Stufe bestimmt schaffen können. Ich habe jetzt den Kommentar, der das geschrieben hat, nicht mehr so ganz im Kopf, wie das formuliert war, aber ich denke mal, wir werden da noch genug hier im Laufe des Let's Plays sammeln. Und jetzt reden wir mal mit Maulwurf von Trapp, weil in der letzten Folge haben wir direkt zwei Gebiete abgeschlossen. Und damit haben wir eigentlich komplett hier diese linke Hälfte vom Karamellstadt anscheinend schon fertig. Was mich ein bisschen schockiert, weil eigentlich dachte ich, dass das ein bisschen länger ist. Das heißt, es führt jetzt dann nur noch einen Weg hier weiter und das ist hier dieses lange Nadelöhr durch verschiedenste Gebiete, bis wir hier hinten mal irgendwann ankommen. Naja, ich bin gespannt. Sour, murderous gummy things, giant cavities opening up for no reason. This is not my caramel. We are sweet, we are happy. Ja, stimmt. Und der Anführer der Kabale wurde in der letzten Folge durch irgendein Dimensionstor entführt. Or they were until Sour Gummies stopped the Cheery Vox songs. Something is happening here. Someone is playing the long, elaborate game. Perhaps the same person who removed the old one caused the Sour Gummies. If so,
Then they have designs on the Cabal und Caramel alike. Quick Charmer, George Wedge und Copycat are equally likely culprits. I will follow leads into my compatriots. You look into the gummies. Start with the Burgermeister. I smell the fear on him. He knows. Ich traue dem Typen immer noch nicht, aber egal. Gut, dann auf zum Schlossermeister. Ich dachte, wir sollen mit dem Bürgermeister reden. Oder müssen wir erstmal uns irgendwie da reinschleusen? Werden wir gleich sehen. Irgendwie ist es ein bisschen schade, dass die Musik gerade hier verschwunden ist. Oh, hallo, valued customer. How would you rate your experience at Caramel so far? Oh nein, nicht schon wieder. Oh, that is an absurdly low number of stars. What was it? Our service, product quality, getting attacked by sour gummies? We replaced those. There are more on the mountains, but Nana guarantees her old-fashioned gummies are 100% pure artisanal sweetness. Ja, 100% handwerkliche Gegner. Well, if this is true, you must inform Nana at once. Quickly, to Nana's old-fashioned caramel corporate headquarters with you. Und da war der Dialog wieder weg. Und tatsächlich, wir haben Mangiralien bekommen. Wie viele eigentlich? Immer nur einen? Oder wie schaut's aus? Tatsächlich, wir haben ein Mangiralien-Ding bekommen. Naja gut, dauert ja dann noch ein bisschen, bis wir 75 haben, ne? Aber vielleicht gibt es ja auch größere Quests, wo wir dann mehr von denen bekommen. Hoffe ich zumindest. So, jetzt können wir auch endlich mal mit Nana reden. Hello there, sweetie. What can Nana do for you? Would you like to hear the history of Caramel Delights? Or our VIP Pet Snack Club? Or perhaps... Of course! Nana remembers you. She remembers all her valued customers. You are ever so sweet and valuable. Now, what can I do for you? Oh, my sour gummies. Well, that is what happens when you go with one of those older brands. They do not have that extra touch of sweet. Nana brand, you say? Oh, oh, my. Well, you should talk to my president in charge of handling such things. Vor allem, warum erinnert sie sich an uns? Wir waren noch nie hier. Von ihr wurde ja die ganze Zeit gesprochen, aber wir haben sie noch nie in Person gesehen. Jetzt steht sie hier. Und irgendwie ist jeder in dieser Welt auf irgendeine Art und Weise seltsam. Excuse me, valued customer. Do you have an appointment? I realize your concerns are important. They are important to us. Please hold. Thank you for holding. I will inform the president you are here. Please wait in the lobby for her to buzz you in. And have a delightful day. Ja, wunderbar. Oh no, sweetie. You could not get in. That news of yours did sound important. So let Nana tell you a little secret. Ich dachte, sie ist hier die Chefin von dem Laden. Warum kann sie uns nicht einfach da reinlassen? There is another door over there. Customers are not normally allowed through, but you can get in with a special Nana key. Unfortunately, dear, oh mein Gott. Nana oder lost auch nicht. Somewhere in the city, and our wunderbar metropolis is just so big, she cannot hope to find it. But if you have a pet, maybe it can sniff out Nana's key. If not, there is a pet store in town where you Was? Can get a pet. Ich soll den Haustiermodus zum Finden des Schlüssels benutzen. Oh. Ach so, ja, kann natürlich sein. Ich glaube, das war damals so ungefähr der Zeitpunkt, wo dieses Feature neu eingeführt wurde. Das heißt, das haben sie dann hier direkt in die Welt mit eingebaut. Naja, warum nicht? Dann lassen wir Luna jetzt mal ihren Moment to Shine. Ja, such Luna, such. Such den Schlüssel. Sie hat eine klare Fährte aufgenommen. Im Mülleimer? Nee. Oh, ui. Das ist ja cool. Das gefällt mir sogar irgendwie. Eigentlich hätten wir wahrscheinlich dieser Spur hier folgen sollen, aber die war nicht zu sehen, also bin ich einfach dem Questpfeil hinterhergelaufen. Ja, aber jetzt haben wir den Schlüssel. Wunderbar. Auf Luna ist halt Verlass. Meistens zumindest. Nur ein kleiner Spaß, Luna. Ich weiß, du gibst dein Bestes. Die Leiste ist aber auch nicht mehr so prall gefüllt hier, ne? Naja, egal.
Außer in diesem Modus hat das ja gefühlt eh keinen Einfluss. So, und jetzt schleichen wir mal hier ganz sneaky durch die Tür durch. Oh Gott, das ist irgendwie ein bisschen creepy. Sweetie! Sweetie! No. Welcome to Caramel, the Spiral's foremost purveyor of treats and... Oh, no, that's not it. Ich will hier raus. Do re mi fa sol la ti do not! Nana, 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 I am nana. Be nana. Hamsters, cookies, candies, okay. Oh, sweet creaky Nana. Hi, Miss Sweetsmeyer. Hi, President Sweetsmeyer. My name is Gertie. Oh, I mean, my name is Nana. You gonna buy the candy or not? Let me see if I can explain this, sweeties. You are not playing Nana the person. Forget about Nana the person. Nana is not a person. She is an idea. You are playing what Nana represents. A company devoted to homespun country candy cooking. To smiling children. We are joy in truffle form. You are company ambassadors. Hearts need to sing with delight when they see you. Okay, ja? Verstehe. Also sie engagieren hier verschiedene Leute, die dann dieses Ideal von Nana repräsentieren sollen. Und werden hier dazu ausgebildet. Oder so. Ich dachte gerade schon, das wären hier irgendwelche richtig weirden Roboter oder so, aber nee. Es hat ja doch noch irgendeine Erklärung. And see, there is a valued customer whose heart is not singing. You must keep practicing. Sorry, sweetie, how can I help you? These are just trainee Praktikanten. Nanas. Never mind them. If you have urgent business for the president, then follow me. Okay. Ach, dann war... Ah, dann war die Nana, die uns hier empfangen hat, wahrscheinlich gar nicht die richtige, sondern halt nur eine von denen. Interessant. Oh. President Dagmar von Sweetsmeyer, at your service. But you may call me Nana. The grandest Nana you will ever find. Now, what seems to be the problem, huh? Sour Gummis? Yes, I am afraid dear old Nana knows about them. But worry not, her sweet sciences have already found the cause. Witches. They started popping up after we launched our happiness initiative several years ago. The goal was to spread delight to the spiral. Specifically, caramel delights. But it seems the witches just hate joy. So they speak the cursed words that break the unhappiness to caramel. Even now, Sweetsburg und its gummy plant is in their sway. It must be the source of the sour gummies. If only we had some champion to rout them. You are the scion of Bartleby? Wunderbar! Then you can go to Sweetsburg in the Gumdrop Forest, dispel den Fluch der Hexen. Alter, was geht denn hier ab? Diese ganze Welt ist irgendwie ein riesiger Fiebertraum, habe ich das Gefühl. Naja, wir machen einfach mal, was uns aufgetragen wurde. Und gehen zum Gummibonbonwald. Alter. Mal schauen, wie der so aussieht. Auf den bin ich sogar gespannt, weil der sah eigentlich auf der Karte ganz cool aus hier. Ne? Schön bunt. Es gibt ja auch noch den schwarzen Lakritzwald. Ach, das ist jetzt schon die nächste Zone. Oh mein Gott. Gummibonbonwald und Süßschloss. Okay. Ich, ja. Ich gebe Geld aus hier. Take my money. Oh. Schön. Und die Tore sind sogar beschriftet. Okay, also das ist jetzt ein Upgrade. Oh, also da kann man jetzt sagen, was man will. Das ist richtig schön idyllisch. Hey, hier hinten sind die Viecher von der Small Machine. Marschmännchen. Schön. Sieht ja wirklich cool aus. Welcome, valued customer, to the Gumdrop Forest. Home of Caramel's lovely gumdrop trees, the not-so-secret ingredient in Nana's gummy lines.
Native to our already sugary soil, the trees are also treated with fairy dust, ensuring the gummies made from their fruits stay sweet and helpful. I will eat you. Oh. Oh, the gummies aren't for eating. They're automated laborers, used all over caramel, and soon they'll be coming to a world near you. Naja, vielleicht lieber nicht, ne? Hey, don't you go there. Don't eat that. Don't go into that cave. Don't. I need help here. Oh. Oh dear. Und sie bleibt einfach stehen. Ja, und auch hier sind wieder Gäste aus Avalon und aus wahrscheinlich sämtlichen anderen Welten. Also so enttäuschend dieser Berggipfel war, umso schöner sieht es jetzt hier aus. Ich finde diese Hecke unglaublich stylisch. Und es ist wirklich so bunt, wie ich es mir erhofft hatte. Und hier springt jemand aus Polaris umher. Traumhaft. Ja, also das Gebiet gefällt mir schon deutlich besser. Wir gehen mal hier so ein bisschen hinten rum, würde ich sagen. Boah, ich glaube, es wird gar nicht so einfach, hier dann dieses Zitronending zu finden und die Blume. Aber wir werden es hinkriegen, irgendwie. Hiyo, Customer! Sorry, valued Customer. I should not ask you to help me. Scion of Bartleby, you say? I know not what that means, but I do need a hand, as per my earlier shouting. You see, there are gobblers on the loose. Warum sagt unser Charakter das eigentlich jedem? Ja, hallo, übrigens, ich bin der Spross von Rindenbart. Normally they do not leave the island of Gobleton, because, you know, ui, das Wasser gefällt mir aber auch hier im Kramel. Das hat überall so ein Blubbern. Es hat irgendwie was. But every now and then one eats a light lunch, comes over here and devours caramel as a buffet dinner. They are the walking natural disasters. And there are a great many in this cave. We need something to settle them down long enough to get them home. The ticket for that? Marshmallow stuff. This is a substance regularly dropped by the local marshmallows. Fight them for me and get that sweet stuff. Schnell und weg! Okay, dann können wir jetzt ja direkt mal gegen diese Dinger kämpfen. Ja, wir haben sie eigentlich schon kontrolliert. Wir können sie rufen mit unserem Zauber, aber hier müssen wir nochmal gegen sie antreten. Die sehen so unscheinbar aus. Feuerrang 17, da brauche ich selbstverständlich ein Prisma. Wo ist es denn? Hier, großes Feuerprisma. Und dann gehen wir rein. Ich halte natürlich nebenbei jederzeit hier Ausschau nach den Items, die wir noch für Schatzsucher Finn und Eloise finden müssen. Aber im Moment sehe ich da noch nichts. Und auch hier gibt es eine neue Kampfmusik. Oder? Ja, das müsste eine neue sein. Oh, verdammt. Ein Eisschild. Das ist schlecht natürlich, weil jetzt bringt mir das Prisma nicht mal wirklich was. Dann würde ich sagen, greifen wir ohne Prisma an. Das könnte jetzt ein kleines Risiko darstellen, aber ich gebe mir einfach noch ein paar mehr Klingen, dann wird es schon reichen. Ich denke mal nicht, dass die Gegner so viel Schaden machen, aber die haben coole Zauber drauf. Hier gegenstark, also ne, nicht schlecht. 3200, ich mache mal noch den Feuerkessel und dann greifen wir einfach zweimal an. Also einmal mit Feuerdrache und dann danach direkt mit dem rasenden Stier. Oh, und Luna hat meine kleine Ansprache von vorhin wirklich ernst genommen. Sie haut direkt voll rein. Zwei Heilzauber hintereinander. Schön. Boah, da hinten ist eine riesige Honigwabe gewesen. Krass. Ui, oh. Die können sogar diese Zauber. Also das Arsenal der ganzen Gegner hier in Caramel ist schon wirklich deutlich vielseitiger als in den vorherigen Welten. Wir haben jetzt hier sämtliche Fallen, sämtliche Klingen, also auch sowas wie Gegenschlag oder Superladung. Dann haben wir diese besonderen Auren, also diese Globalzauber für 4 Mana. Kann sich sehen lassen. So, mal schauen, wie viel Resistenz die jetzt haben.
Okay, so viel Resistenz haben sie nicht. Das hat schon ausgereicht. Gut, dann kann ich das Prisma eigentlich auch wieder rausnehmen. Weil wenn die sowieso relativ häufig diese Eisschilder benutzen, dann bringt das eh nichts. Ich gucke jetzt hier nochmal kurz rum, ob hier diese Zitrone irgendwo ist oder die Erdnussbutterblume. Weil bei so einem weitläufigen Areal schaue ich lieber direkt am Anfang schon mal so ein bisschen hier noch rum. Scheint auch sehr verwinkelt zu sein. Also es gibt hier viele verschiedene Wege, um an bestimmte Orte zu kommen. Huch. Aha. Sehr schön. Da hinten ist das Ding. Haben wir das nämlich schon mal gefunden. Ist ja auch nicht schlecht. Ich gehe jetzt nochmal kurz hier runter. Ich will jetzt nicht zu viel von dem Gebiet schon erkunden. Aber ich will, wie gesagt, nur mal kurz schauen, ob hier was ist. Ach, wahrscheinlich ist das jetzt hier der Weg dann zu diesem Schloss da hinten. So eine Art Strand hier unten. Okay. Aber so wie es aussieht, ist die Blüte jetzt hier nicht zu finden. Gut, dann machen wir das dann im Laufe dieses Gebiets und machen dann in der nächsten Folge hier erstmal dann weiter mit diesen Gegnern. Wir haben ja die Sammelquest fast abgeschlossen. Also das scheint relativ human noch zu sein. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns, wenn ihr mögt, gerne in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und bis dahin.